Trainer ja bereits entlassen. Da Fedor Kanarekin bei Graz sucht man nach einem neuen Tormann. Na jetzt und laden sich dann noch einmal nach diversen Stockattacken die Gemüter. Es kommt zu einer Massenrauferei hier. 2 Minuten vor dem Ende. Zur Freude des Publikums, zum Leidwesen der Spieler, die sich da auf dem Eis balgen. Ausgelöst hat diese Rauferei eine Stockattacke an Kapitän Liberatore. Alle Spieler jetzt auf dem Eis, die Spielerbänke verweist. Und da mitten im Geschehen der bärenstarke Kapitän des HC Fass, Liberatore, der nur von beiden Linesmen hier zurückgehalten werden kann. Und auf der anderen Seite geht es auch weiter, leider mit den Stöcken. Das haben wir zu oft gesehen und auch Tanko und sticht da mit seinem Torhüterstock auf Trupin. Alles das haben wir schon im Vorjahr leider viel zu oft zwischen dem KAC und Villach gesehen. Man kann mit den Fäusten kämpfen, man kann die Handschuhe ausziehen, kämpfen wie ein Mann, wie es in Kanada üblich ist, aber der Stock, der sollte da auf alle Fälle. Und Tankon, er macht sich da unrühmlich bemerkbar, er sticht mit seinem Torhüterstock auf jeden Spieler, der sich ihm nähert. Er ist ja sowieso durch das Gitter geschützt, ein Torhüter teilt aus, steckt aber nicht ein. Ein unrühmliches Ende hier dieser Partie. Noch immer versuchen hier die Schiedsrichter und auch die Trainer ihre Spieler voneinander zu halten. Es gelingt niemandem. Da raufen auch jetzt die Trainer untereinander. Karnevale ist da auf Wladimir dumm losgegangen. Also ein Spiel, das auf dem Eis viel schuldig geblieben ist von Seiten der Zeller, artet hier in einen Eklat aus. Ein negativer Höhepunkt hier, knapp 2 Minuten vor dem Ende. Karnevale, der wortgewandte und auch vielleicht schlaggewandte Coach, greift hier den tschechoslowakischen Trainer František Duman, der eigentlich völlig abseits des Geschehens gestanden ist. Die einzigen Besonnenen hier im Hintergrund, Delfino und Fon. Vielleicht bekommen wir jetzt noch einmal von der Regie die auslösende Attacke eingespielt hier. Liberatore gegen ich glaube Trupp war das, mit der Nummer 29 Putnik, der hier das auslösende Moment mit Liberatore war.